Jo, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Hinter mir ein fliegender Lupo. Und zwar geht es darum, das ist ja ein 7er STI. Da geht es jetzt darum, ich vermute mal, dass das Hosenrohr ziemlich doll, vor allem das Flexrohr vom Auspuff ziemlich durch ist. So nach fast 21 Jahren und über 300.000 Kilometern. Da geht es jetzt darum, das zu tauschen. Also bauen wir das erstmal aus. So, das Problem bei dem Ding ist, dass es ein, also das gibt es neu, nur wenn man es komplett haben will mit Cut. So, gut, man könnte auch hier jetzt einfach, wenn es nur das Flexrohr wäre, vermutlich ein neues einschweißen. Ich werde aber, da ich einen passenden Flansch für oben am Krümmer habe und genug Rohr, werde ich das neu bauen. Aus Edelstahl in dem Fall, weil ich da eben alles da habe. Rohrdurchmesser bleibt gleich. Ich gehe bis an den Cut wieder ran. Eben der originale Cut bleibt erhalten. Somit alles kein Problem. Alles legal, alles cool. Ja. Einmal muss man mal eben gucken, ob ich da von hier aus hinkomme. Ja, sehen wir da ja schon. Da eine Mutter und dahinter noch eine. Also das sind vier Muttern. Ich meine 17er Schlüsselweite. 17, 16 oder 17. Ja, gucke ich gleich, sage ich gleich nochmal, wenn ich hier nachgeguckt habe. Ja, und dann unterm Auto, Unterbodenverkleidung muss raus, das mache ich natürlich gleich als erstes. Und dann, ja, aus den Auspuffgummis muss er raus und natürlich noch hinten ist noch die Schelle hinterm Cut. Da ist je nachdem, hier ist auch schon keine Originale mehr drin, müsst ihr eben gucken, wie das bei euch da fest ist. Ja, ich werde jetzt mal eben schnell euch irgendwo hier hin drapieren. So. Mal eben gucken. Ich habe einen 17er Nuss. Wir haben eben mit dem Hund kümmern kurz. 17er passt. Ja. Das heißt, ich stelle euch gleich runter und dann ja, machen wir Unterbodenverkleidung ab und so. Ich habe die jetzt ja losgekriegt, also die Schelle losgemacht, Unterbodenverkleidung ist weg. Und jetzt, weil ich eh gerade hier liege und weil ich von hier gut auf die Schrauben gucken kann, und lange Verlängerungen sind immer gut, weil dann ist man nämlich weit weg von der Arbeit. Also ich habe die auch hier schon, das ganze Ding auch schon ein, zweimal, dreimal raus gehabt, ein paar Mal auf jeden Fall, weil auch hier am Cut schon geschweißt ist und sowas. Klar könnte man das mal neu kaufen, aber selbst im Zubehör ist das schweineteuer durch den Cut. Und ich schweiß halt gerne. Ich glaube, die habe ich immer von oben gemacht, weil da ist hier Schaltgestänge und was im Weg. Also, Gestänge eher nicht, aber. Ne? Auf jeden Fall Getriebe im Weg. Und ich glaube, die gehe ich jetzt mal eben von oben ab. Das Problem ist jetzt, dass der sich hier, da muss ich gleich, glaube ich, mal ein bisschen mit dem Schraubendreher reinklappen und weiten, dann müsste das eigentlich losgehen. So, wie ihr sehen könnt, es hängt jetzt hinten alles runter. Ich habe jetzt doch hinten von hinten her alles auseinandergerissen. Ich krieg's da so jetzt nicht getrennt. Jetzt haben wir nur noch vorne die Auspuffgummis. Dafür habe ich mir mal so eine Zange besorgt. Das ist, findet man bei eBay so. Vielleicht, wenn ich dran denke, schmeiße ich sie auch in die. Oder so eine, wie ich den gerade finde, in die Infobox. Komm mal dazu. Keine bezahlte Werbung. Ne? Ganz noch, wird noch ein ganz normaler Link, kein Affiliate. Aber so kann man das ganz einfach hier rausdrücken. So. Und schon haben wir das hier draußen.
Ja. So einfach ist das ausgebaut. Und Einbauheck folgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Einfach war es natürlich dann auch nicht jetzt. Egal. Ja, Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Neue Dichtung, neue Schrauben sollte man schon dann nehmen. Also neue Schrauben, nicht neue Muttern. Mindestens eine neue Dichtung. Und neue Stabilager musst du auch mal haben. Oh mein Gott. Nee, auf jeden Fall, das sollte man machen. Und wen interessiert, wie ich das neu baue? Ich weiß es noch nicht, wie ich das mache. Also ob ich das jetzt regulär mit veröffentliche oder ob ich das jetzt sagen, ich mache das zum Beispiel auf den Sonntag, dann wird es erst nächsten Sonntag, ansonsten nächsten Mittwoch wieder, ganz normal. Das wird dann mehr so Bastel-Vlog-mäßig, weil ich bin kein Profi und sowas. Ja. Ja. Aber das war es erstmal mit diesem Video und ich wünsche dir immer viel Spaß beim Schrauben. Tschüss!